Willkommen im Krähennest. Ach, das ist das Krähennest, alles klar. Hier seid ihr in Sicherheit. So, was hast du denn so? Voller Magen lässt sich immer gut jagen. Das hier bereitet uns gerade Kopfschmerzen. Doppelt knallt besser. Dreimal Doppelhorn, okay. Klingt auf jeden Fall hart. Wehrt uns mal wieder. Hey Nacht, sieh mal. Was gibt's? Was denn? Eine Runde Justice Monsters 514 Guild spielen. Oh, warum nicht? Die vom Gargoyle-Prinzen angeführte Bahamut-Flotte hat den Planeten Nova und seine friedlichen Monsterbewohner angegriffen. Doch zum Glück gibt es die Justice Monsters, furchtlose Ritter der Gerechtigkeit. Ein epischer Kampf um Frieden und Freiheit schickt sich an, die Grundfeste der Galaxis zu erschüttern. Ah ja. Na, schauen wir doch mal. So, jetzt machen wir den anderen drüben. Und den Oberboss da oben, den kriegen wir doch auch noch, oder? Ja, nice. So. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Nice. Stage clear. Das Ding da irgendwie im Weg oder was? Na jetzt. Oh, okay. So, erst dich weg. Dann dich weg. Jetzt machen wir den da oben kalt. Oh, das war ein bisschen.
Na gut, okay. Und wir haben den Super dran gehalten, okay. Beliebt bei Kindern wie Krähen. Kennys frisch frittierte Fritten. Die hatten wir schon. Rundlinge. Diese Maschine greift mit Schockwellen an und versprüht gleichzeitig einen tödlichen Giftnebel. Ach nee, das ist der Bioblaster. Beim Schmieden dieses Schwertes wurde besonders seltenes Erz verwendet. Erhöht die alle Statuswerte des Trägers. Man sieht sich. Brauche ich erstmal nicht. Hast du einen Vertrag mit Wienern in Lestalum? Ja, wieso fragst du? Weil man dir anscheinend Vertragsbruch vorwirft. Ach was. Also, die Waren sind nicht das Problem. Aber die Route, die ich nutzen soll, ist gespickt mit alten Wildfallen. Die sind höllisch gefährlich. Ich bin immer noch dabei, die Fallen zu entschärfen. Richtig. Warum helft ihr mir nicht einfach dabei? Die Fallen entschärfen. 0 von 5. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns morgen mal an. Noch ein Supertrank. Oh, herzlich willkommen. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. So. Ziemlich cool. Ich weiß. Fotos mit Gladio sind irgendwie immer cool. Ist aber nicht wirklich was dabei, was mich jetzt persönlich vom Hocker hauen würde. Also nein. Bin halt hübsch und steh dazu. Woran denkst du gerade? Eigentlich nichts Besonderes. Hm, ach so. War ganz schön was los heute, was? Ja, aber lustig wie jeden Tag. Selbst im Angesicht des Todes macht Spaß. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Geschweige denn, dass wir zusammen auf Reisen gehen. Ich auch nicht. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Seit der Oberschule. Also, 5? Na, eigentlich kannte ich dich ja schon früher. Schon seit der Grundschule. Was? Du hast mich bemerkt? So wie du mich immer angestarrt hast, klar. Dafür hatte ich so meine Gründe, weißt du? In der Oberschule hast du dann einfach so getan, als hätten wir uns noch nie gesehen. Hör mal, ich war total aufgeregt, als ich dich angesprochen habe. Das waren noch Zeiten. Gab keinen Grund, sich zu verstellen. Das sagt sich für dich so leicht.
aber das kannst du nicht verstehen. Damals habe ich... Ach was, vergiss es. Druck's nicht so rum, raus damit. Also, früher als Kind war ich total schüchtern. Freunde hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ich war immer allein. Ich dachte, dass sich nie jemand für einen Langweiler wie mich interessieren würde. Dir hat es schon immer an Selbstvertrauen gemangelt. Sogar heute ist das noch so. Du denkst immer noch, dass du nicht gut genug für uns bist. Darum versuchst du durch deine aufgedrehte Art wenigstens die Stimmung aufzulockern. Das kannst du echt gut. Ich bewundere dich dafür. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ohne dich wäre es echt nur halb so schön. Du meinst, ich muss mich gar nicht ändern? Zweifelst du etwa an meinem Urteil? Nein, das nicht. Aber du sagst das doch nur aus Nettigkeit. Also, wenn du zu nichts zu gebrauchen wärst, dann wärst du auch nicht in meinem Gefolge. Was? Na, also wenn du es sagst... Vielen Dank. Fühl mich richtig erleichtert. Dann ist gut. Okay. Ab jetzt versuche ich einfach nur, ganz ich selbst zu sein. Ja, mach das. Der peppige Fotofilter Prompto ist jetzt verfügbar. Na, sehr schön. So, wir sollen also Fallen entschärfen. Na, nice. Ja, die Waffe wollte ich jetzt nicht ziehen. Ach, da war's. Ich kann ja keinen Choco. Berufen, warum nicht? Ah, jetzt geht's. Also dann? Ich reite voraus. Lasst nichts liegen. Okay, Abmarsch. So, wir sollen also Fallen entschärfen, ne? Gut. Hier müsste es sein. Haltet nach alten Fallen Ausschau. Hier müsste es sein. Haltet nach alten Fallen Ausschau. Machen wir. Wenn ich wüsste, wie die aussehen, wonach ich suchen soll. Das weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Wäre das Ganze einfacher? Gefahr gebannt. Gut, jetzt weiß ich zumindest, wie die Dinger aussehen. Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es.
Und davon soll es hier 5 Stück geben, okay. Da ist noch eine. Gut, die ist entschärft. Haha. Ah, da ist noch eine, ich sehe sie. Eine weniger. Noch 2. Hier sind viel zu viele Insekten. Ja. Mich interessieren aber eher die Fallen, nicht die Insekten. Aha. Entschärft. Gut, bleibt noch die allerletzte. Leute, das übernehmt ihr besser. Solche Gegner liegen mir ganz und gar nicht. Liegen dir überhaupt nicht hier? Nicht wirklich. Ihr Zeit ist rum. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. So, die waren easy. So, wo ist die letzte Falle? Da liegt auf jeden Fall schon mal was. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Ja, wir sind ja leider nicht hier, um die Umgebung zu genießen. Komm schon, hier muss doch irgendwo noch so ein Ding sein. Oh, noch die Sonne, das sah jetzt nur so aus. Naja, das sah auch noch so aus.
das letzte immer, ne? Das war genau bei diesen Rotfröschen so, ne? Mit dem letzten Frosch. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Ja, wo ich es auch so ewig gesucht habe. Wo ist diese letzte Falle? Hier, schau mal. Hier. Schau ja, mal. Ich hab's gesehen. Konnt's nur jetzt nicht auslösen. Eine weniger. Das waren, glaube ich, alle. Die Route ist sicher. Ja, ich würde aber gerne da hinten das noch einsammeln wollen. Das ist irgendeine Sammelstelle. Los, Kleider. So, das sollte erledigt sein. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja. Dann halt nicht. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Recht herzlichen Dank. Jetzt kann ich meinen Vertrag mit Bienen erfüllen. Falls ihr mal wieder nach Lestalum kommt, dann grüßt den guten Mann doch bitte von mir. Okay. Gut, Aufgaben. Was haben wir hier noch? Gut, das müssen wir dann in Lestalum machen.